So, meine Lieben, da sind wir wieder und ich hoffe, ihr habt wieder Bock heute mit mir hier zu zocken und zwar Remember Me, unsere gute Nillen, heute hier wieder herzlich zurück, da wo wir letztes Mal stehen geblieben sind und zwar waren wir hier, ich kann euch gar nicht mehr sagen, sind wir hier schon, ja, entschuldigt, wir waren doch schon hier in diesem Raum, ich wollte gerade sagen, dem Roboter haben wir zugehört, dieses Bild hatten wir auch gesehen. Und gar nicht cool. Wenn wir hier wieder rausgehen, gehen die wieder zu? Nein. Okay, wir gucken uns ganz kurz hier um, ob man... Ah, ist so eine Drohne. Vielleicht da raus? Nö. Ob wir hier hochgehen können oder ob wir hier vielleicht optieren müssen. Drücken Sie um den Fokusboost einzusammeln. Finden Funken zu erhalten. Okay, machen wir. Okay, hier kann man nicht. Also wir sollten wahrscheinlich doch unten lang. Gut, dass wir hier hinten mal hingeguckt haben. Wisst ihr ja, ich bin hier heute voller Tatendrang. Ich war heute bei der guten Hani zu Hause. Hab mir mal wieder so ein paar neue Inspirationen geholt. Wer sie nicht kennt, Hannibal LP. Einfach mal eingeben oben bei YouTube. Den Kanal abonnieren. Und ja, dann Spaß haben, würde ich sagen, weil sie macht auch sehr viele Let's Plays, ist auch mit da in diesem ganzen Gronkh-Verfahren mit drin. Also wer Gronkh auch nicht kennt, was man eigentlich kennen sollte, würde ich sagen, bei YouTube, auch einfach mal gucken nach dem Kanal, einfach mal suchen. Wie gesagt, ihr werdet da schon fündig werden. Ja, wie gesagt, da so ein paar Infos und Neuigkeiten geholt und natürlich, wie gesagt, auch so ein paar Anregungen und deshalb habe ich heute mal wieder wirklich Lust, Messtechnologie gefunden, okay. Deswegen habe ich heute mal wieder richtig Lust, hier zu zocken und ja, die gute Nillen hat eine Menge drauf. Ja, wie ihr seht, sie kann zum Beispiel wieder in den Balkon reinspringen. Oh, oh, die ist schon echt so ein... Soll ich jetzt hier hoch? Erschreckt mich das Scheißding da erstmal. Ich glaube, ich spinne. Ich hoffe, ihr versteht mich gut heute. Hoffe ich doch mal. Okay. Dann machen wir mal wieder jetzt hier. Klack. Schade, er wollte leider nicht mehr. Tut mir leid, Leute. Ich wollte gerade mal eine andere Kombi machen, aber er wollte leider nicht. Er hat gesagt, nee, ich nehme die Einladung nicht ein. Wie lange soll ich noch klettern? Kayori Sheridan bewundert ihr Werk gern vom Balkon aus. Folge weiter den Reminiszenen von Bad Request. Er dachte sich so, nee, die nehme ich leider lieber nicht ein. Hier die... Ja, das wollte ich nicht. Die Einladung wollte er nicht annehmen. Habe ich gesagt, okay, dann tut mir leid. Ja, wie? Egal, wir springen einfach mal. Wollen wir springen? Wir springen, komm. Oh, hat's geschafft. Oh, wir hatten gerade leichte Frame-Einbrüche. Au. Ja, tut mir leid, Leute. Ich habe mit der Grafikkarte gibt es zurzeit beim Hersteller leichte Lieferschwierigkeiten. Ich kann euch ja sagen, welche das ist. Die GTX, also die GeForce von Nvidia, die GTX 680, Quatsch, 680, die 780
und die haben zurzeit leichte Lieferprobleme. Und deswegen bin ich hier immer noch am Warten, dass mein neuer Rechner endlich kommt. Deswegen müssen wir leider noch mit dem alten hier vorne lieb nehmen. Aber ich bin der Meinung, er kriegt dieses Ding hier eigentlich relativ gut hin. Und wie gesagt, ich habe mir so ein paar Anregungen geholt von Honeyball. Und unter anderem auch ein anderes Aufnahmeprogramm. Und deshalb scheint das hier auch gar nicht so zu lecken wie sonst. Zu laggen. Lecken tut's ja nicht. Okay, da können wir hoch. Springnillen! Frei! Sei frei wie ein Vogel. Oh. Kann der Remi nicht sehen. Ja. Ja, nu! Mach auf! Normal, komm, wir gehen hier direkt mit lang. Ja, die doofen Dinger haben es nicht geschafft. Was war denn jetzt los? Ach, gibt eine neue Szene. Wir gucken uns das Bild kurz an. Ihr wollt das ja immer schön sehen. Da liegt irgend so ein Päckchen. Das sieht so aus. Hier gehen Treppen runter. Kann sein, dass es da hinten ist, aber ist egal. Wir gucken uns erstmal die nächste Szene an. Eine Regelung zur Privatsphäre verbietet Drohnen, durch die Wände zu scannen. So kommen wir auf die andere Seite. Eine Regelung zur Privatsphäre verbietet Drohnen, durch die Wände zu scannen. So kommen wir auf die andere Seite. Bleib dran! Okay, die Wand schützt uns vor den Drohnenscannern. So, da sind wir. Ich hoffe, dass alles geklappt hat und ich nicht nur mit mir selbst rede. Gut, ich gehe zur Rotunde und bringe dir diese Reminiszene. Geh schon mal zu Kaoris Büro. Viel Glück. Auf nie vergessen. Ja, wir sollen hier runter. Hoffe ich jetzt mal, dass wir da lang müssen. Nein, wir müssen wahrscheinlich doch wieder hier rein. Da lang. So, was haben wir denn hier? 17 Grad befindet sich, bla bla. Also wenn sie hier. Bin der Meinung, ich muss wahrscheinlich dieses Ding da nochmal aufmachen. Nö. Was müssen wir denn sonst? Das kriegen wir raus, oder? Ich würde sagen. Ach ja. Noch mal hoch da, ich will noch mal ganz kurz gucken. So, aber ja, da müssen wir lang. Seht ihr das? Ja, man muss immer erstmal hier so ein bisschen gucken. Ich gewähre euch das Privileg, dabei zu sein, wenn ich für euch den Staatsfeind Nummer 1 erledige. Ja. Ah, leichte FPS-Einbrüche mal wieder. Ah.
Dein Ziel sollte nun ganz nah sein. So, bevor er uns jetzt voll labern kann. Ach ja, ich habe einen zum Freischalten. Okay, wollen wir hier unten einen von denen machen? Ja, yeah. Oh, es ist immer. Nein. Darüber. So. Da. So. Die Frage ist jetzt, wollen wir den freischalten oder wollen wir den freischalten, um schneller wieder geheilt zu werden? Das ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, mit dem Ding können wir aber mehr anrichten. Also würde ich sagen, wir machen den hier frei, sagen yep und sagen zack und ersetzen den dadurch. Yep, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir können hier wieder raus. Nach welchem Gedächtnis suche ich denn im Kopf dieser Frau? Die Sheridan leitet das Phoenix-Projekt zur Erneuerung von Neo Paris. Mich interessieren die Geheimnisse des Saint-Michel-Damms. Der Damm vor dem Bezirk? Warum? Sagen wir einfach, ich glaube eben an einen freien Personen- und Güterverkehr. Hört auf zu bibbern, Bürger! Euer Chef ist da! Life und Lebensheld! So, ich soll denen hier irgendeine Erinnerung rauben, dann tun wir das. Moment, gibt's da was? Liegt da was? Nee, ne? Nee. Okay, wir tun das so, wir machen das. Wir haben gerade gute FPS-Zahlen, das ist auch in Ordnung. Ja. Nicht schwankend. Okay, dann machen wir doch mal hier und zack. Drücken wir die Maße für Nummer 22. Also, das Bild muss verschoben werden. Stimmt nicht, ich muss die Maße nochmal checken. Gut, dann gehen wir hier mal. Aha. Wo war ich gleich? Der Damm? Nein, nicht der Damm. Ach. Komisch. Wirklich komisch. Hast du die Sicherheitscodes? Übertrag sie mir. Edge, deine Bitrate stürzt ab. Man versucht, unseren Funk zu kapern. Du musst irgendwo höher rauf. Schnell, ich muss einen sicheren Kanal finden. Einmal durchs Schild gesprungen. Was geht an? Ach, schon wieder so ein blödes Schild, ey. Ich hoffe, ich falle da jetzt nicht runter. Jetzt ist es auch noch kaputt. Ach, das wollte ich nicht. Nein. Oh, so ein blödes. Nee, macht keinen Mist. Komme ich da jetzt so wieder hoch? Nee, komme ich nicht. Mist. Gut, muss ich aufpassen. Muss ich nochmal neu machen. So, und einmal nach oben. Und einmal zack. Ein bisschen näher da. So. So, und jetzt kommt zurück. Und zack. So. Und dann wollen wir doch gleich mal hier dran springen. Und gehen jetzt einfach mal direkt hier nach oben auf das Dach, ganz locker, flockig, geschmeidig. Ja, so soll das doch schon so sein, ne? Locker, flockig, kennt ihr doch alle, ne? Wie die Cornflakes, Müsli-Flocken, die ihr morgens esst. Warum sollte ich jetzt hier hoch? Die sind auch mal hoffentlich locker, flockig. So. Ja, wir schweifen hier ein bisschen vom Thema ab. Wir wollen hier einfach mal rein. Einfach mal reingesprungen, ne? Kenne ich ja nix. Kennt die Nillen auch nix, ne? Die sagte mal, hey. Oh, da
sieht doch schon mal schön aus. Kann man das hier? Ganz schön kaputt, aber da sind irgendwie 3, 3, 4, 5, 6. Aha. Ja. Ja. Ja, ein Forest Focus. Nein, Focus Boost. Wie komme ich denn auf Forest? Forest, lauf! Lauf, Forest, lauf. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass da hier wartet nichts Gutes auf uns, weil hier ist schon so eine Plattform, die sieht so nach Kampf aus. Ja, ich bin jetzt aber einfach mal so frei. Hörst du mich? Ja. Melin, hörst du mich? Ich höre dich. Ich habe Kids Malware umgangen. Schick mir die Codes, schnell. Okay, ich lade jetzt hoch. Perfekt. Jetzt müssen wir uns nur noch in den Hauptrechner des Saint-Michel-Damms hacken und... Auf frischer Tat ertappt, schamlose Errohresten. Nelin, nach all dieser Zeit noch immer auf der Verliererseite. Kennen wir uns? Du warst eine der besten Gedächtnisjägerinnen. Ganz klar. Vielleicht die beste. Aber so eigensinnig. Und was kam dabei raus? Eine Verbrecherin. Gejagt, den Kopf voller Löcher. Politische Ideale? Wie schrecklich altmodisch. Spuckst du immer so rum? Oder nur, wenn du auf Sendung bist?